Es ist eine Obsession. Verstehen Sie? Ich liebe Amerika, ich hasse Amerika. Und zwischen diesen beiden Extremen lebe ich. Fühlen Sie sich, als würden Sie einem Kindheitstraum nachjagen, der jetzt bedeutungslos ist? Ich fühle mich, als würde ich einem Erlebnis nachjagen, das nicht real war. Und darüber mache ich einen Film. Ich möchte mehr über Ihren Traum als 14-Jähriger wissen. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, sich den anzusehen. Den ich als 14-Jähriger träumte. Meine Obsession für Amerika begann in Ungarn, wo ich geboren wurde. In den 70er Jahren war Ungarn kommunistisch und von der freien Welt abgeschnitten. Ich war 6 Jahre alt, als sich meine Eltern scheiden ließen. Mein Vater ging nach Amerika, um zu studieren. Meine Schwester und ich blieben bei meiner Mutter. Ich hasste die Schule. Ich hatte rote Haare, ich war schüchtern und ich wurde gemobbt. Ich flüchtete mich in amerikanische Filme. Ich sah mir jeden amerikanischen Actionfilm an, der ins Kino kam. In ihnen ging es um Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Bösen waren fast immer Russen. Und die Guten waren immer Amerikaner. Die Helden meiner Kindheit waren Präsident Ronald Reagan, Sylvester Stallone und vor allem Arnold Schwarzenegger. Sie beschützten die Schwachen, vernichteten die Bösen und machten die Welt sicherer. Arnie war mein Favorit. Ich wollte genauso sein wie er. Ich wollte, dass er mich rettet, damit ich nach Amerika gehen könnte, um auch für Wahrheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber weder Arnie noch Stallone noch Reagan befreiten mich, sondern meine Mutter. Nach dem Fall der Berliner Mauer packte sie ihre Koffer und nahm mich und meine Schwester mit. Aber statt in Amerika endeten wir letztlich Down Under in Australien. Und nicht einmal in Sydney, sondern in einer Stadt namens Brisbane. Mit Montoto. Ich fühlte mich mehr eingeschlossen als je zuvor. Ich wollte nur weg. In meiner Fantasie schuf ich ein Raumschiff, das mich in mein Amerika bringen sollte. Dann würde ich bei meinem Vater und meinen Superhelden leben. Ich könnte genauso sein wie Arnie. Filme machen und die Welt beschützen. Dann kam der 11. September. Amerika wurde angegriffen. Und für mich war das, als würden auch alle meine Träume angegriffen. Amerika ging nach Afghanistan, um den bösen Osama bin Laden zu jagen. Ich stand hundertprozentig hinter Amerika. Aber ehe dieser Auftrag erfüllt war, verlagerte sich der Krieg gegen den Terror auf Saddam Hussein und seine Massenvernichtungswaffen. Es gab aber gar keine Massenvernichtungswaffen. Ich war verwirrt. Ging es im Irak wirklich um Wahrheit und Gerechtigkeit? Oder ging es um Öl und die Wirtschaft? This is the freedom. Where is this freedom? Ich war zornig und hatte das Gefühl, dass Amerika mich und den Rest der Welt verraten hatte. Ich wollte etwas unternehmen. Ich wollte herausfinden, was mit meinem Amerika geschehen war. Ich beschloss, jemanden zu fragen, der wusste, wie mein Amerika sein sollte. Arnie, der Terminator, war jetzt Arnie, der Governator.
There are those who say that freedom is nothing but a dream. They are right. It's the American dream. And we are the America that fights not for imperialism, but for human rights and democracy. Spielte uns Arnie nur etwas vor? Wie konnte sein Glaube an Amerika immer noch so stark sein? Das musste ich herausfinden. Das heißt, er ist momentan dort drin, oder? Wissen Sie was? Das sagt man mir gar nicht genau. Den Kindern sage ich immer, er könnte da sein. Und dann machen sie alle, ah, das heißt, wir wissen es nicht immer. It is time. I'm back. Ich habe einen Termin mit Arnies Hollywood-Produzenten, Andy Weiner. Er hat einige meiner absoluten Lieblingsfilme produziert, wie Total Recall und Terminator. Und er ist auch Ungar. Es ist wirklich großartig, hier mit ihm zu stehen. Auf gewisse Weise haben wir eine ähnliche Geschichte. Ja, ich glaube, Sie sind mit meinen Filmen aufgewachsen. Am Telefon sagte er, er könne mich zu Arnie bringen. Ihre Filme vermitteln die Vorstellung, Amerika sei der Hoffnungsträger. Ja, in den 50er oder 60er Jahren war das auch so. Die Filme, die ich als Kind sah, sind mein Amerika. Ich sah Amerika durch die Filme, die Sie gemacht haben. Man kann diesen Traum nicht leben. Das funktioniert einfach nicht. Man kann nicht alle schützen. Menschen wollen verschiedene Dinge. Ich glaube, wir wollen keine Botschaft mehr verkünden. Als Amerikaner? Ja. Warum? Weil ich nicht glaube, dass es funktioniert. Die Leute haben genug davon. Ich war davon begeistert. Sie waren vor 20 Jahren davon begeistert. Ich glaube nicht, dass Sie das heute noch wären. Stimmt wohl. Aber in Wahrheit war ich noch immer begeistert. Ich war immer noch besessen von Arnie, Amerika und meinem amerikanischen Traum. By the time the trip is over, you get the girl, kill the bad guys and save the entire planet. Now you tell me, isn't that worth a measly 300 credits? Ja, er ist der amerikanische Traum. Kommt nach Amerika als Bodybuilder und wird dann Gouverneur nach seinem enormen Erfolg. Ich meine, besser geht es einfach nicht. Das letzte Mal sagten Sie, Sie hätten ihn getroffen. Haben Sie? Ja, er kam vorbei, aber es war nicht die richtige Zeit, um darüber zu sprechen. Aber ich werde ihn vielleicht anrufen. Vielleicht? Ich stand tatsächlich vor Arnold Schwarzeneggers Büro. Sie fühlten sich klein? Ich fühlte mich klein und ich hatte das Gefühl, das Ganze sei sinnlos. Ich sollte einfach irgendetwas unternehmen, irgendetwas tun, nicht dem Gouverneur von Kalifornien wegen eines Interviews nachjagen. Führt das dazu, dass Sie den Wert dessen, was Sie tun, in Frage stellen? Ja, und ich glaube, ich dachte, Tom Singer könnte helfen. Er ist Psychiater und Experte für den amerikanischen Traum. Als ich 13 oder 14 war, glaubte ich fast, dass ich, um akzeptiert zu werden, all das tun müsste, was meine Superhelden auf der Leinwand taten und immer noch tun. Er ist ja jetzt Gouverneur und deshalb begann ich, Filme zu machen. Im Glauben, dass ich einen Beitrag leisten könnte, verstehen Sie? Dass ich jemand werden könnte. Mein Vater sagt, ich muss erwachsen werden. Das sagt Ihr Vater? Ja. Warum sagt er das? Er sagt einfach, dass es für mich Zeit ist, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Wenn Ihre Suche nach dem amerikanischen Traum authentisch sein soll, müssen Sie vielleicht noch einmal nachempfinden, wie es sich mit 14 Jahren angefühlt hat. Confront and maybe even relive a bit what it felt like as a 14-year-old. Ein Teil von mir wollte weiterhin Arnie nachjagen, aber Tom schien zu glauben, dass mein Problem genauso viel mit meiner Familie wie mit Amerika zu tun hatte. Das habe ich gut gemacht, oder? Schon okay. War völlig überflüssig. Soll ich aufhören? Nein, mach es fertig.
Seit dem Umzug nach Australien habe ich meinen Vater kaum gesehen. Jedes Mal, wenn ich nach Ungarn komme, versucht er, verlorene Zeit gut zu machen. Aus irgendeinem Grund enden wir immer am gleichen Ort. Wann bist du das letzte Mal in einer Sauna gewesen? Mit dir. Mit mir? Du gehst nur mit mir in die Sauna? Das ist gut. Als ich noch ein Kind war, waren die Geschenke meines Vaters ein bisschen aufregender als ein Besuch in der Sauna. Wenn er aus den USA zurückkam, brachte er immer etwas Besonderes mit. Amerikanische Schokolade, amerikanischen Kaugummi. Einmal bekam ich sogar ein amerikanisches Skateboard. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum ich von Amerika so besessen war. Ich glaube jetzt, dass alles angefangen hat, als du und Mutter euch trennten. Die Zeiten, als du fort gewesen bist, waren für unser Leben wichtig. Ich wusste gar nicht, dass du Amerika so sehr geliebt hast. Ja, ich wusste nicht. Aber ich weiß, warum. Es ging mir dort sehr gut. Ich glaube, mein Vater hat mich missverstanden. Wenn ich das richtig sehe, möchtest du verstehen, was an deinem amerikanischen Traum wahr ist. Wir werden ja sehen, wie viel davon wirklich ist und wie viel einfach nur Schein. Was bleibt, wenn du hinter die Kulissen schaust? Vater hatte recht. Ich musste etwas finden, das Substanz hatte. Ich wusste nicht viel über die Aktivitäten Amerikas in der Welt. Ich entdeckte ein amerikanisches Militärdokument. Es las sich wie ein Hollywood-Manuskript. Full spectrum dominance means control of land, sea, air and space and all attendant sources. Full spectrum dominance means that the United States will be militarily preeminent across the spectrum of conflict. Ein Freund von mir, Marco Beljac, ist Experte für die US-amerikanische Außenpolitik. Du meinst also, dass dieses Dokument irgendwie handelt von... Just take a look at it. And you will see that, yes, not only is the United States a global bully, but basically it's openly saying, yes, we will be a global bully. And everybody else in the world, you take note. Wäre es nicht gut, in einer Welt ohne US-Überlegenheit zu leben? Bloß weil es da geschrieben steht, muss es ja nicht stimmen. Es stimmt auch nicht. Amerika will die Welt nicht beherrschen. Du kannst Amerika nicht für alles verantwortlich machen. Man muss das differenzierter sehen. Findest du, dass ich undifferenziert bin? Nein, aber doch, ich finde dich schon einseitig. Ich glaube, du schiebst Amerika alle Schuld der Welt in die Schuhe. Er rät mir, ich solle nach etwas suchen, das mehr Substanz hat. Und wenn ich es finde, sagt er, ich sei undifferenziert. Ich musste zurück nach Amerika und zu Arnie. Da würde ich bestimmt Antworten finden. Across the USA, then everybody be served, like California. Um zu Arnie zu kommen, brauchte ich eine Basis in Kalifornien. This is our house. Das ist unser Haus. Meine Schwester Dorca und ihr Mann Kevin kauften ihr erstes Haus im September 2007. Es steht in einem wirklich netten Stadtteil. Dorca kam 2001 nach L.A. und lernte kurz darauf Kevin kennen. Sie fand einen Job bei einer Produktionsfirma in Hollywood. Ihre Verbindungen waren exzellent. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich mache Filme mit großen Stars, habe ein gutes Einkommen, Krankenversicherung, Sicherheit. Kevin war Lehrer an einer Mittelschule in South Central Los Angeles. But raise your hand if you've actually ever physically seen someone been shot.
Like in front of your eyes, you've seen someone been shot. How many of you have done that? Okay. So about more than 75% of you in this classroom, right? I was walking down the street, coming from school, and then I got shot because it was a drive-by. My cousin turned around, and then they shot him, like, all through his back. My dad got shot and killed on 67th and Dinker on Halloween night. Wenn du möchtest, dass ich hier im Film sein soll, dann ist das der Beweis. Ich bin gut, schön, sexy. Byron war 12. Er träumte davon, Finanzberater zu werden. Byron schien voller Selbstvertrauen, aber später fand ich heraus, dass er gemobbt worden war. Das ist ein Gedicht, das ich selbst geschrieben habe. Es heißt, was wäre, wenn Schulen von Tieren beherrscht wären? Müssten wir das Gesetz des Dschungels lernen? Ginge es um das Überleben der Stärksten? Müssten wir um unser Leben rennen? Was wäre, wenn Schulen von Tieren beherrscht wären? Würden die Tiere die Welt beherrschen? Würden die Tiere die Menschen beherrschen? Würden sie uns zu ihren Sklaven machen? Würden die Tiere unsere Sprache lernen? Oder würden sie uns zwingen, die ihre zu sprechen? Wäre es überhaupt anders? Ehe ich ging, erzählte mir Byron, dass er gerne die Fähigkeit hätte, in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, ich verstand Byron. Auch ich hatte Angst vor der Zukunft. Ich traf einen Mann, der die Zukunft vorhersagen konnte. George Friedman macht Prognosen für Politik und Wirtschaft. Er hatte schon im Pentagon gearbeitet und war Berater für das Dokument Überlegenheit auf allen Ebenen. Und dreimal dürfen Sie raten. Auch er war Ungar. That's good in my stomach. Yes, that tells you you're alive. The second one hurts less. Really? Yes. Death to our enemies. Tod unseren Feinden? Der wichtigste Fokus dieser Vision ist die Überlegenheit auf allen Ebenen. Ja, und das bedeutet, wenn die Amerikaner kämpfen, müssen sie auf dem Schlachtfeld in jeder Hinsicht überlegen sein. Das ist ihr Ziel. Gut, ich sollte mir also nicht so viele Gedanken darüber machen. Naja, Sie sollten sich schon darüber Gedanken machen, denn wenn die Vereinigten Staaten diese Überlegenheit nicht haben, müssen sie sich vielleicht mit den Iranern auseinandersetzen oder mit den Chinesen. In 20 Jahren müssen sie sich vielleicht mit allen möglichen unerwarteten Bedrohungen auseinandersetzen. Wir werden Schritte unternehmen, die in unserem Interesse liegen. Wenn sie zufällig auch ihn nutzen, dann ist das gut. Aber ist es nicht das Größte an Amerika, dass es diese Ideale entwickelt hat, die nicht nur für Amerikaner, sondern für Menschen in aller Welt, die sich in Schwierigkeiten befinden, Großes versprechen? Das ist eine sehr bequeme Ausrede, sich über ihre eigenen Probleme und Verantwortlichkeiten keine Gedanken machen zu müssen. Nichts auf der Welt gibt es gratis. Aber ihre Handlungen zeigen Wirkung. Das ist das Problem der anderen. Meine gesamte Geschichte lehrt mich, dass ich dieses Land als mein Land gewählt habe und es mich akzeptiert hat. Das ist der amerikanische Traum, nicht Ihr amerikanischer Traum. Ihr amerikanischer Traum ist etwas Seltsames, in dem die Vereinigten Staaten eine wohltätige Organisation sind. Ich möchte damit sagen, Sie suchen den amerikanischen Traum, Sie sehen ihn vor sich. Meinen amerikanischen Traum. My American Dream. Aber glauben Sie nicht, dass das egoistisch ist? Verglichen mit dem Wunsch, dass die Vereinigten Staaten die Welt beschützen sollen, während Sie Filme machen? Ich sehe das sehr persönlich. Nehmen wir meine Tochter. Die ist im Irak, während Sie in Brisbane rumhängen. Wer ist da egoistisch? Which one is selfish? The U.S. Ich hatte Arnie aufgegeben und musste ständig an George Friedmans Tochter denken, die im Nahen Osten kämpfte. Für welches Amerika kämpfte sie? We are the most prosperous nation in the world. Hyperinflation and the plunge of the U.S. into Afghanistan, where more Americans have been killed. I just scream, just tell me, is he gone? There's going to be other wars. I'm sorry to tell you, there's going to be other wars.
We are the change that we seek. We are the hope of the future. The answer to the cynics who tell us that we cannot come together, that we cannot remake this world as it should be. Das hörte sich fast zu gut an, um wahr zu sein. We are the ones we've been waiting for. Obama entfachte wieder etwas in mir. And CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States. And I will restore our moral standing so that America is once again that last best hope for all who are called to the cause of freedom, who long for lives of peace, and who yearn for a better future. Obama sprach von meinem Amerika. Und ich wollte von ganzem Herzen Teil dessen sein. Ich konnte es kaum erwarten, meiner Mutter und meinem Stiefvater von meinem neuen Plan zu erzählen. Who wants garlic bread? The best garlic bread you can ever get. Petri, food chef, we're going to need the rest of the key. Hogy? Hogy elmegyek az Obamához. Jaj, de jó! Jaj, de örülök! Kéne, csak akarok építeni egy búzt. Mit? Egy csodát? Egy búz. Nem tudom magyarul, hogy van az, egy búz. Búz? Búz. Mint ilyen, egy választó amit, egy fülke. Búz, mint egy WC. Egy ilyen WC. Hát ott nem fog elmenni egyből. But it's... If I just... Yeah, that's okay. That is, it's not made for the cyclone. Mm. Anyu, focus. Focused. Aha. Mr. President, this is the Herr Präsident, wir haben hier eine Kabine gebaut. Es ist eine Kabine, die ich auf meinem Weg nach Washington um die ganze Welt herum mitnehmen werde, um Botschaften von anderen Menschen aufzunehmen, die mit Amerika ebenso viel Bedenken, Leidenschaft, Spannung oder Angst verbinden wie ich. Das war jedenfalls der Plan. Want to record a message to the President of the United States? I'm going to Washington. It's for real. It's not a joke. Okay. I hope Obama uses his power to do something good for the world. Yeah. You know, Barack, here you go, mate. Hi, we're in Sydney. Let's make the world a better place, mate. Yeah. I thank God for you, and I believe God is on your side. He's going to be our savior. Barack Obama, you're a cool president. Die Kabine wurde zu einer Anmeldestelle für den Obama-Fanclub. The world's behind you, and we're behind you. Mein Plan funktionierte einfach nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war Zeit, irgendwo hinzugehen, wo die Leute nicht so relaxed waren. Nem akarnak üzenni az Obamának valaki? Vagyunk? Obamának, az elnök. Az amerikai elnök. De hát azért kíváncsi vagyok, hogy akarnál valamit mondani neki. Ich begann daran zu zweifeln, ob man mit dieser Kabinenidee mehr erreichen konnte, als sich eine Erkältung zu holen. Hallo Obama. Nagy reménységeket fűzünk abba, hogy ön megpróbál tenni a békéért. The damage which had been made prior Obama's election is almost unrepairable. Hogy mit szólsz ahhoz, hogy el akarok menni? Was hältst du davon, dass ich Obama treffen möchte? Obamahoz. Nem látom ennek a helyét. Ich sehe keinen Sinn darin, aber es ist amüsant. Nicht nur amüsant. Er wird dir sowieso nichts sagen. Was soll er denn schon sagen? Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung? Ich möchte wissen, ob Amerika so weitermachen wird wie unter Bush. Er sagt bestimmt, nein, so sicher nicht. Ich fühle mich jetzt so lächerlich. Ein Teil von mir wusste, dass mein Vater recht hatte. Irgendwie hatte er immer recht. Aber ein anderer Teil von mir wollte weiterhin glauben, dass Obama Amerika wieder auf den rechten Weg führen könnte.
The Dow tumbled more than 500 points. The economy is going down fast. For hundreds of thousands of Americans, this will be a gut-wrenching holiday season. Amerika sah sich mit der größten Finanzkrise seit der Depression konfrontiert. I got fired because they didn't need me anymore. Obama schien alles im Griff zu haben. President Barack Obama signs into law one of the biggest economic stimulus packages in U.S. history. He says the $787 billion. Aber woher hat er all das Geld? I've got to use 10 pence. Welcome to Beijing. It is wonderful to be back. Obamas Außenministerin Hillary Clinton war in China, um die Geschäfte anzukurbeln. And I appreciate greatly the Chinese government's continuing confidence in United States Treasuries. War China nicht eigentlich eine Bedrohung? Ich fragte mich, ob sich die chinesischen Durchschnittsbürger Gedanken über Amerika machten. Was würden Sie Obama sagen wollen? Sie möchten also die Kabine aufstellen und die Leute bitten, Botschaften an Obama aufzuzeichnen. Das ist alles? Ja. Jian Lan war meine Dolmetscherin in Peking. Möchten Sie einfach auf der Straße spazieren gehen und sehen, ob Sie einen interessanten Ort finden, an dem Sie die Kabine aufbauen können? Ja. Aber definitiv nicht am Platz des himmlischen Friedens. Nein, nein. Sie halten das für keine gute Idee, oder? Ich glaube eher nicht. Aber der Platz des himmlischen Friedens war genau der Ort, an dem ich meine Kabine aufstellen wollte. Als ich 13 war, demonstrierten hier am Platz des himmlischen Friedens tausende junger Menschen. Sie bauten sogar ihre eigene Freiheitsstatue als Symbol der Freiheit, nach der sie sich sehnten. Die chinesische Regierung reagierte mit Panzern. Ich erinnere mich daran, dass ich betete, dass Amerika etwas unternehmen würde. Irgendetwas, um zu helfen. Ich baute meine Kabine nicht am Platz des himmlischen Friedens auf. Ich hatte zu viel Angst. Ich glaube, wir machen es hier. Schließlich geht die Sonne bald unter. Mir ist bei dem Gedanken, das jetzt zu tun, etwas unwohl, um ehrlich zu sein. Ist es hinter mir ein Polizist? Ich dachte, man würde mich gleich festnehmen. Aber es stellte sich heraus, dass er eine Botschaft hinterlassen wollte. Sprechen Sie Englisch? Bitte setzen Sie sich einfach. 4 Stunden später hatte ich noch immer nur eine Botschaft. Als ich gerade gehen wollte, kam ein Paar auf mich zu. Sie zeigten mir Fotos einer Demonstration am Platz des himmlischen Friedens. Eine Frau, die sich selbst angezündet hatte. Sie wollten, dass ich ihnen helfe. Aber ich hatte mehr Angst, dass ich festgenommen werden könnte, wenn ich mit ihnen spreche. It is essential that the United States and China have a positive, cooperative relationship. Was tat Amerika bezüglich der Menschenrechte in China? Genau das gleiche wie ich? Nichts. Wenn ich schon in China Angst gehabt hatte, wie würde ich mich dann in einem Land fühlen, in dem die Leute Amerika wirklich hassten? Was würden Iraner Obama sagen wollen? Eine anti-amerikanische Demonstration war sicher nicht der beste Ort, um die Kabine aufzubauen. Ich hoffte, dass die Leute mich nicht für einen Amerikaner halten würden. Wenn sie sagen, nieder mit den USA, was meinen sie dann wirklich? Was sie sagen, richtet sich gegen die Politik der amerikanischen Regierung, nicht unbedingt gegen die Amerikaner insgesamt.
Die Frau, mit der ich sprach, war eine ehemalige Vizepräsidentin, Mousammeh Ebtekar. Im Iran schien ich keine Probleme zu haben, mit Menschen an der Macht zu sprechen. Das ist aus dem Internet und das ist ganz einfach zugänglich. Es heißt Join Vision 2020. Noch etwas. Unsere Streitkräfte werden 2020 schneller, tödlicher und präziser sein. Das ist ihr Ziel. Jedes Land der Welt, in dem es historisch Einmischungen und Vorherrschaft von außen gegeben hat, würde doch ein Wettrüsten einleiten, wenn es dieses Dokument liest, oder? Würde es nicht auch hochwertigere Techniken anstreben? Und das, glauben Sie, strebt der Iran derzeit an? Sie können keine Nation vom Fortschritt abhalten. Genau das muss die amerikanische Regierung verstehen. Hat der Iran Dokumente wie dieses? Ich habe noch keine gesehen, aber es gibt sie vermutlich. Wie bitte? Es gibt sie vermutlich? These are the police station, and I was arrested in this station for 3 days. Why? Because in 7 days. Mani war mein Dolmetscher in Teheran. Wir waren gleichaltrig. Als wir 19 waren, war ich in Australien, wo ich meinen ersten Film drehte, während Mani im Gefängnis saß, weil er gegen das islamische Regime war. So, here? Maybe over there. Mani hielt es für keine gute Idee, die Kabine aufzustellen. Yeah, that's good. Tavajo! Thank you. Please. I don't like the war. Why are you fight? As هیچ قدرتی ابایی نداری. چه پیغامی برای اوباما داری؟ آه من چیز من دارم دیگه، من ایرانی هستم، من چیز دارم دیگه. یه نوشتی ما آمریکایی نیستیم، اصلا تو آمریکایی باش، کسی با آمریکایی بد نیستش دیگه. آه؟ آه سیاست هاش بدی. دیگه، I like America. آه، روش. That's no problem. آه. Böse Klänge, böse Dinge umgeben mich. Und so kann ich mich dem entziehen. Dieser Computer ist mein bester Freund. Dann erzählte mir Mani, warum er öfters flüchten musste. Mani wird von Bildern des Kriegs verfolgt. Als er noch ein kleiner Junge war, griff die Armee von Saddam Hussein den Iran an. Amerika finanzierte den Irak und Saddam Hussein. Der Krieg dauerte 8 Jahre. Über 500.000 Menschen starben. Jede einzelne Familie im Iran war betroffen. Gab es eine Explosion? Meine Schule wurde bombardiert und dabei wurde meine Hand verletzt. Seltsam, die Probleme meiner Kindheit waren so anders als deine. Meine waren so winzig, so klein verglichen mit... Kaum einen Monat, nachdem ich den Iran verlassen hatte, gab es in Teheran massive Demonstrationen. Shots were fired as hundreds of thousands of people gathered in Tehran's Freedom Square to express their anger at the election results. Viele Iraner dachten, die Wahlen wären manipuliert worden. Ich hoffe bloß, dass es meinem Freund Mani gut geht. I think it's important that we let the Iranian people know that we are watching what's happening, that they are not alone in this process. We have to believe that ultimately justice will prevail. So, President, all right. Thank you, guys. No question about it, right? Aber wie konnte Gerechtigkeit siegen? Gerechtigkeit hatte am Platz des himmlischen Friedens den Kürzeren gezogen. Und genau das Gleiche geschah in Teheran.
Ich wollte mehr als je zuvor Präsident Obama treffen. Aber vorher musste ich noch einen anderen Ort aufsuchen. Ich besuchte Kenia, das Land, in dem Obamas Vater und Großvater geboren wurden. Ich ging in eines der größten Flüchtlingslager der Welt, in Dadaab, nahe der somalischen Grenze. Mein Dolmetscher Omar war auch Flüchtling. Er stellte mich einer Familie vor, die eben erst aus Somalia angekommen war. Sie hatten keine Bleibe und daher hatte Omar ihnen angeboten, bei ihm zu bleiben. Hamadeh, Peter. Amina. Amina, okay. Superman. Yes, Mr. Bond. Mr. Bond. Mr. Bond war Tagetta. Mohammed ist 8 Jahre alt. Er träumt davon, Lehrer zu werden. In Somalia ist er alt genug, ein Gewehr zu tragen. Es war ironisch. Amerika schickte den Flüchtlingen Hilfe. Gleichzeitig aber auch Waffen an die somalische Regierung, um den Krieg zu führen, vor dem die Flüchtlinge flohen. This guy said initially he used to speak. So life. I don't know myself what to say. Huh? Are you coming to me tomorrow? No. Vera, don't worry, please. This will be all right. Don't worry. That's how life is. One day, one time, we meet in better place. Yeah. Shall we together? I'm good. Please don't cry. No, I'm fine. Ciao, Peter. Ciao, Superman. Yes. We are hopeless people. We have no place to go. And I don't have any hope. Marka habsi dusha ka barnaana midiga bidax u bixi karin ayaan ku jirna. Ni kuna taka president Obama atufanye nguvu huko tukwe. After you send me the message, can we get feedback from your side? What can we expect? Sorry? A lot of promise, and then nothing is done. How can you assure us that we'll get an answer? I will know that the message has reached the president. Well, I'm going to do my best to get all these messages together and meet the president. I'm doing my best to actually take all your messages to the president. Diese Menschen baten um nichts Großartiges. Sie wollten nur, dass sie gehört werden. Ich vermittelte ihnen den Eindruck, dass ich das erreichen könnte. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir einen Beitrag leisten können. Und eine sehr wichtige Möglichkeit ist, sowohl uns selbst als auch der Welt große Fragen zu stellen.
Warum solltest du nicht Gutes in der Welt tun wollen und glauben, dass du einen Beitrag leisten könntest? Aber könnte man nicht sagen, dass... Wer bist du, dass du das tun willst? Wer ist Obama, dass er Präsident sein will? Die Fragen, die du stellst, sind genau die Fragen, die alle Bürger stellen sollten. Wenn Amerika nicht die Führung übernimmt, wer dann? Und wenn Amerika nicht lernt, besser zu führen, dann haben wir alle Probleme. Wir alle wissen das. Wenn Amerika nicht seinen Appetit zügelt, werden wir die Welt bei lebendigem Leib auffressen. Wenn Amerika seine Macht nicht klug ausübt, ist die Welt gefährlicher. And as Commander-in-Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. Es schien nicht so, als wäre die Welt weniger gefährlich, mit oder ohne Obama. Aber ich hatte andere Sorgen. Ich wollte wirklich mein Versprechen, das ich den Somalis gegeben hatte, halten. Und ihre Botschaft dem Präsidenten übergeben. Ich besuchte den australischen Botschafter. Es gibt wahrscheinlich um die 6 Millionen Menschen auf der Welt, die gerne mit dem Präsidenten sprechen würden. Sie sollten mit Jeff Elliott sprechen. Jeff Elliott war australischer Journalist in Washington. Er war während der Wahlkampagne mit Obama unterwegs gewesen. Ich habe für dich hier eine Kontaktliste für das Weiße Haus, die hilfreich sein kann oder auch nicht. Aber das ist im Wesentlichen die Zugangsliste zum Weißen Haus. Vermutlich werden sie keine Anrufe beantworten. Du musst es einfach immer wieder versuchen. Und du musst immer wieder E-Mails schreiben. Bitte nehmen Sie mich ernst. Oh yes, I've already sent an official request last week, but perhaps if you... Refugees in Kenya, they're actually from Somalia. We're sorry, you have reached a number that is... I'm requesting President Obama. I would like him to bring peace in our country. I want Obama to be like a teacher us how to get peace in Somalia. Herr Präsident, ich komme eben aus Kenia. Und dort leben Menschen, die die Welt vergessen hat. Ich habe ihnen all diese Versprechen gemacht. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. The Nobel Peace Prize laureate for 2009. President Barack Obama to come forward and receive the gold medal and the diploma. I face the world as it is. May sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history, the imperfections of man, and the limits of reason. Obama, der Mann, auf den ich solche Hoffnung gesetzt hatte, schien jetzt belastet. We are at war. I'm responsible for the deployment of thousands of young Americans to battle in a distant land. And some will kill. And some will be killed. Ich wollte meinem Land dienen. Mein Vater war in der Armee. Und ich wollte all die coolen Sachen machen, die ich im Fernsehen gesehen hatte. Wie die Filme von Arnold Schwarzenegger. Genau, schießen und Spaß haben. Jesse Odom war ein US-Marineinfanterist, einer der ersten, die 2003 im Irak eingesetzt wurden. Der erste Laster, der vorbeifuhr, gab mehrere Schüsse ab. Und einer davon traf Shane, meinen Leutnant, im Unterbauch. Die Kugel trat an seinem Rücken aus und er sagte, mich hat's erwischt. Ich habe einen Bauchschuss. Und er starb. Ein Teil von ihm kehrte einfach nie wieder zurück. Da fehlt etwas. Es ist wahrscheinlich tief in ihm vergraben und einfach weg.
Ich musste eine Entscheidung treffen. Bleibe ich bei ihm und gehe ich damit um oder gehe ich einfach? Ich liebe ihn genug, um bei ihm zu bleiben und wir arbeiten gemeinsam daran. Aber es ist schwer zu sehen, wie sich jemand verändert und zu wissen, dass er vielleicht nie wieder derjenige wird, der er einmal war. Rückblickend ist das wahrscheinlich das Schlimmste. Ich verbrachte 3 Tage bei Jesse und seiner Familie in South Carolina. Ich zeigte ihnen die für den Präsidenten bestimmten Botschaften. We want Obama to be like a teacher, to teach us how to get peace. He's fighting for 12 years now. I would like him to bring peace in our country, a sustainable peace. I need that Obama to bring peace to my country because we are hopeless people. We have no place to go. Somalia ki maade waxaan hadda kisoo sheegay xarba madaxweynaha inuu ilmaha ila caawiyo cunug yar oo xanuunsan ii daaweeyo. Ich glaube nicht, dass Obama die Welt in Ordnung bringen kann. Er kann die Welt nicht in Ordnung bringen. Nicht nur Obama, kein Präsident. Ich bin einfach schockiert, wie wir dafür verantwortlich gemacht werden, all die Probleme zu lösen. Ich verstehe das nicht. Wir haben in unserem eigenen Land so viele Probleme. Wissen Sie, wenn wir der Welt Frieden bringen könnten, dann wäre das toll. Aber nicht einmal die größte Macht der Welt könnte das. Jesse sagte nichts. Am nächsten Tag gingen wir noch einmal angeln. Viele Menschen bitten uns um Hilfe. Sie sagen, kommt und befreit unser Volk. Und sobald wir das tun, möchten sie uns wieder loswerden, stimmt's? Ich glaube nicht, dass es so schwarz-weiß ist. Manchmal glaube ich, dass Amerika aus Eigeninteresse handelt. Gib mir ein Beispiel. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass der Irakkrieg eigennützig war. Erklär das doch bitte ein bisschen näher. Vielleicht ging es dort einfach um Öl und du warst einfach ein Bauer im Schachspiel. Wir haben hunderte Millionen Dollar, Milliarden ausgegeben. Milliarden Kredite wurden in China aufgenommen, um diesen Krieg zu finanzieren. Wahrscheinlich gibt es im ganzen Irak nicht genug Öl, um diese Summen zu decken. Ist Amerika ein Tyrann? Nein, wir bekämpfen die Tyrannen. Wir sind die Schwarzeneggers der Welt. Wir versuchen, all die Tyrannen abzusetzen, damit Menschen frei sein können. Und man muss sich einfach fragen, sind die Absichten klar? Führt das zu einem guten Ergebnis, zu einem besseren Zustand? Wird es den Menschen im Irak besser gehen als vor 15 Jahren? Vor meiner Abreise erzählte mir Jesse, dass er im Alter von 20 Jahren einen irakischen Soldaten getötet hatte. Als er den Schuss abfeuerte, biss er seine Zähne so fest zusammen, dass Blut aus seinem Mund strömte. Dann schaute Jesse mich an und sagte, Krieg ist scheiße. Ich erkannte, wie viel Glück ich gehabt hatte. Jessys Kindheitsfantasien waren genau wie meine gewesen. Wir hatten die gleichen Filme gesehen. Wir hatten die gleichen Helden. Aber er nahm ein Gewehr in die Hand. Und ich eine Kamera. Ich glaube, mit diesem Film erreichen die Botschaften ihr Ziel, ohne dass du Obama treffen musstest. Ich glaube, das ist der Punkt, dass du die Botschaft so vermittelst. Ganz im Kleinen hilfst du, diese Welt ein wenig besser zu machen. Ja. Es war Zeit, zu meiner Familie nach Hause zurückzukehren. Was ich aus diesem Film gelernt habe, ist, dass ich meine Ängste und Obsessionen loslassen muss. Dass ich tun muss, was ich kann, auch wenn es klein erscheint.
Good. Thanks very much. I didn't fill this out. You have to be parcel charged. Okay, that's fine. Okay, sure. Ich wollte wissen, was mit meinem Amerika passiert war. Und was ich herausgefunden hatte, war, dass es nicht um mein Amerika ging und auch nicht um irgendjemandes Amerika. Es geht darum, was jeder möchte und braucht, um sich sicher zu fühlen. Ich hoffte, dass ich diese Dinge meinem Kind, meinem kleinen Jungen geben könnte. Er soll lernen, dass die Wirklichkeit nicht perfekt ist. Das bedeutet nicht, dass er nicht davon träumen kann, wie es besser sein könnte. Was ich für ihn möchte, ist genau das, was die meisten Menschen möchten. Die Möglichkeit, in Frieden zu leben. Frei von Furcht. Ganz besonders für Kinder. Lust auf ein Minikino zwischendurch? Dann lassen Sie sich gleich eine Geschichte erzählen. Im Kurzfilmformat. Leben, wie Gott in Frankreich es geschaffen hat. Wild und schön. Heute um 19.30 Uhr bei Arte. Let's go! In einem Studio zu tanzen, ist für mich eine spirituelle Erfahrung. Es ist ein Teil von mir, als ob eine Macht es mir befehlen würde. Ohne den Tanz wäre ich tot. Was sie am Leben hält, was sie vom Showbiz hält, was sie wirklich bewegt. Britney Spears, ein ungeschminktes Porträt. Samstag um 21.40 Uhr bei Arte. Und jetzt viel Vergnügen mit unserem kleinen Zwischenspiel à la Arte. Es gibt drei Dinge im Leben, die man sich nicht aussuchen kann. Die schlechten Charakterzüge, die man in sich trägt. Die Frau, die man liebt. Und den Tag, an dem man sterben wird. Es tut. Tu es. Ich kann das nicht. Tu es. Tu es, hörst du? Tu es oder geh jetzt. Ich muss das nicht tun. Doch. Doch, ich muss. Oder wir gehen beide drauf. Misha,
Findest du mich schön? Es ist seltsam, wenn man sich in eine Nutte verliebt. Man weiß, dass es falsch ist, aber man kann nicht aufhören zu lieben, nur weil ihr Job einen dreckigen Beigeschmack hat. Du bist dir sicher, was du da machst? Ja. Warum? Ich liebe sie. Das mit der Liebe ist so eine Sache. Misha, wenn ich heute in einem Jahr das Geld nicht zurückkriege, dann kriege ich dein Herz. Und ich kriege immer, was ich will. Das weißt du. Der Deal steht. Ich wusste nicht, wofür er mein Herz braucht. Ich wusste nur, dass ich das Geld nie zurückzahlen könnte. Aber ich wollte einmal im Leben was Richtiges tun. Einmal lieben, auch wenn es das Letzte ist. Wenn man jemanden liebt, vergeht ein Jahr verdammt schnell. Viel zu schnell. Geben Sie uns noch ein wenig Zeit. Einen Tag oder wenigstens eine Stunde, bitte. Es tut mir leid. Kann ich nicht. Ivana. Du aufgeregtes Arschloch! Ich werde dich töten. Dich und deine Kinder und die Kinder deiner Kinder. Was ist hier los? Was ist los, hörst du? Ich hab sie loslassen! Wenn du deins hergibst, kann er meins auch gleich haben. Was soll ich denn machen ohne dich? Du bist alles, was ich habe. Liebst du mich? Nein. Nein! Nehmen Sie meins. Seins taugt nicht. Ich kann es abarbeiten. Ich mache alles, was Sie wollen. Du liebst mich nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Keine Angst, mein Herz. Ich habe Angst. Alles im Leben läuft auf diesen einen Augenblick hinaus. Das Ende.
Aber es gibt noch drei Dinge, die ich dir sagen will. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.